Jo Leute, was geht ab? Mucke hier am Starten. Ihr seht schon, wir sind wieder unterwegs. Aber heute, Leute, Neuigkeit, Neuigkeit, Neuigkeit. Ohne Mila. Mates, wo ist Mila? Wo ist Mila? Mila ist weg. Mila ist nämlich in Spanien. Und ich kümmere mich um die Katzen meiner Eltern. Deswegen bin ich immer noch hier unterwegs, Mates, wo ich sonst mit Mila normal gehen würde. Denn diesmal gehe ich nicht da lang. Und ich gehe da lang. Da geht es mich zu mir nach Hause. Ein bisschen langer Weg. Aber tut doch mal ganz gut. Ne? Bisschen zugenommen die letzten Tage, Monate. Der Winter, der war gut. Der Sommer war auch gut. Ja, vielleicht ein bisschen weniger essen. Aber was soll's. Noch geht's klar. Oder Massephase. Wir sagen einfach Massephase. Und jetzt kommt die Powerphase. Jetzt wird durchgepowert. Und wir fangen an. Jeden Tag. Okay, zurzeit spazieren. Aber das wird noch zu joggen. Das wird noch wieder umgewandelt zu joggen. Ich muss meine Zeit ein bisschen anpassen. Also ich gehe zweimal rüber wegen den Katzen, einmal abends nach dem Stream oder nachts, einmal immer ja, mittags für euch, für mich morgens, für euch mittags, 12 Uhr. Ich kann euch schon mal sagen, wie mein Plan aussieht. Ich habe kein Konzept, weil ich jetzt hier einfach ein bisschen quatschen werde, sondern ich quatsche einfach. Und zwar, mein Tag sieht zurzeit folgendermaßen aus. Gegen 12 Uhr klingelt mein Wecker. Ja, 12 Uhr. Die einen sagen, wow, 12 Uhr, da habe ich ja schon fast Feierabend. Ja, 12 Uhr, aber wartet ab. Weil mein Tagesrhythmus ist ja auch ein bisschen anders. 12 Uhr bedeutet also einmal hochlaufen, bisschen Katzen füttern, bisschen sauber machen, dies, das, paar Sachen erledigen, Rasen mähen, sowas. Halt, gibt es immer ein paar Sachen. Dann haben wir schon mal 14 Uhr. Dann gehen wir wieder zurück. Also ich bin gerade zum Beispiel schon wieder auf dem Heimweg. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr, aber ich glaube 15 Uhr, irgendwas so. 15, 16 Uhr. Gehen wir zurück, dann ja, wird ein bisschen für den Stream vorbereitet. Wird erstmal mit Luca ein paar Ideen ausgequetscht, normalerweise telefonieren wir. Dadurch, ne, sonst, jetzt hätte ich nicht die Cam in der Hand, sondern ich würde telefonieren. Wow, hier sind voll die komischen Häuser, Mates. Voll die komischen Häuser, Alter, dass hier noch jemand wohnt. Wird ein bisschen telefoniert, ein paar Ideen ausgequetscht. Zum Beispiel jetzt für den 24-Stunden-Stream. Kann ich auch mal ankündigen, ne? Wir wollten den eigentlich letzte Woche machen. Hat dann aber zum Glück nicht geklappt, denn da war auch Twitch down. Ich guck mal schnell. Kalender, wo haben wir unseren Kalender? Da. Der Planner. Junge, Alter, hier sind voll die geilen Scheunen, Alter. Hier kann man so geile Rap-Videos machen. Yo, motherfucking bitch, yeah, bam, bam. Da kann ich auch gleich noch was zu sagen. So, wir haben Mittwoch. Nächste Woche ist der 24.25. Da wird das Stream nicht sein. Oder wird der da? Doch, der wird nächste Woche sein. Nicht diese Woche, nächste Woche. Nein, warte mal. Doch, der wird nächste Woche sein. Vom 24. auf den 25. Mails. Das wäre von Samstag auf Sonntag. Ich gucke nochmal nach. Nicht, dass ich euch ein falsches Datum sage. Ich gucke nochmal nach. 24. auf 25. Das hört sich sehr gut an. Ich denke, von Samstag auf Sonntag ist besser als von Freitag auf Samstag. Weil wir haben sehr viele Leute, die arbeiten einfach samstags. Deswegen würde ich auf Samstag, Sonntag tippen, dann können die Sonntag morgens schön Brötchen essen, falls die schlafen gehen, wieder aufstehen. Vielleicht macht der eine oder andere mit uns durch. Wir müssen mal gucken, welche Games wir zocken, ja? Wir planen mit Luca schon ein bisschen vor, also es wird wie immer Ark gezockt. Nachts irgendwann WoW, so, weißt du, es gibt immer so zwischen so 5 und 6 Uhr oder zwischen 4 und 6 Uhr gibt so diese Phase, da ist jeder total down, jeder total müde und die meisten gehen auch schlafen. Vielleicht spielen wir in der Phase ein bisschen WoW so, ein bisschen zur Abwechslung. TTT, Mates. TTT, schon sehr, sehr lange nicht gezockt, bestimmt. Ja, wann habe ich die Videos released? Seitdem habe ich auch das letzte Mal nicht gezockt, also bestimmt ein, zwei Jahre. Zwei Jahre, Alter, könnte echt schon hinkommen. Naja, eineinhalb Jahre so, ne? Und da bauen wir gerade eine Truppe auf. Ich habe schon überlegt, Till ist dabei. Luca Noskiller, der war schon immer dabei. Mein Lieblings-Minecraft-Opfer ist dabei. Wer ist noch dabei? Mace wollte ich unbedingt dabei haben, aber da muss man alle mal gucken, dass alle Zeit haben und so. Dies und das, also. Wird aber auch nicht auf YouTube kommen. Hm. Ich weiß nicht, YouTube. Ich muss sagen, zurzeit ist auf YouTube kaum Motivation. Also, ich weiß nicht, auch andere Videos auf YouTube. Alter, wo gehe ich denn hier lang? Privatgrundstück. Mace, Alter, wo bin ich hier? Mace, ich setze mich mal kurz hier hin. So. Wir chillen uns mal ein bisschen hin. Ja, was gibt's da zu sagen? TTT ist schon geil, aber man braucht die richtigen Leute. Das kann ich leider nicht mit Zuschauern spielen. Ich würde lieber gerne so ein paar Zuschauerspiele spielen. Zum Beispiel Battlefield 1. Wenn Battlefield 1 rauskommt, machen wir, glaube ich, auch irgendwann 24-Stunden-Stream oder so. Mega, mega, mega Bock drauf. Also ich weiß nicht, vorher habe ich ja mal gesagt, Battlefield, scheiße, scheiße, weil nach Battlefield 2 kam eine Scheiße. Aber ich muss sagen, die Battlefield 1-Demo hat es mir echt angetan.
Also ich bin gut gehypt, Mates. Ich bin gut gehypt. Werde ich bei Instant Gaming für keine 40 Euro holen. Bisschen Werbung für Instant Gaming machen, ne? Gepartnert und so. Aber... Ja, Alter, das wird schon geil. Also Battlefield kann man sicher geile Community-Games machen. Vielleicht machen wir ein Ark irgendwie so ein Community-Game. Wir wollten ja schon immer mal, glaube ich, sowas machen wie eine Base zusammenbauen oder. Also da findet sich sicher was. Oder vielleicht auf mal 1000 Server und dann alle bekriegen sich oder so. Oder vielleicht fahre ich meinen Server wieder hoch und dann denke ich mir irgendwas Geiles für einen Stream aus. Haben wir ja schon mal gemacht. Was gibt's noch für Spiele, Mates? Wenn ihr Ideen habt, CS oder so, ich weiß, das macht mir keinen Spaß, Mates. CS macht mir keinen Spaß. Und YouTube, ich weiß nicht, ich wollte YouTube eigentlich ein bisschen Battlefield bringen, ist irgendwie an der Faulheit gescheitert. Ich weiß nicht, ob es danach was kommen wird. Ich muss sagen, ich bin auch, es gab Spiele, einfach Offstream bin ich mega gut in Battlefield, Onstream eigentlich nicht mehr so. Ich weiß nicht wieso, vielleicht bin ich dazu konzentriert oder so, oder zu tryhard-mäßig. Aber Offstream war ich immer richtig gut, war ich immer endgut. Also oh, ich fahre auch kein Panzer oder Flugzeug oder so, finde ich ein bisschen langweilig. Ich bin immer so der Fußsoldat und da... Keine Ahnung, wenn du da die 50, 60 Kills packst, ist schon ordentlich, so weißt du. Vor allem in der Beta war das so. Ja, was gibt's? Ich weiß nicht, was gibt's sonst für Spiele? Ich weiß nicht, auf YouTube. Auf YouTube habe ich mehr Bock, sowas wie Vlogs. Also Vlogs oder so, wie der hier zum Beispiel, habe ich mal wieder zwischendurch Bock. Oder halt so Bestrafung oder Challenge vielleicht mit der Freundin, mit der Sarah. Mal gucken, auf sowas habe ich Bock. Aber so Let's Play oder so finde ich. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, YouTube hat sich irgendwie mega gewandert, ist das euch mal aufgefallen? Es war ja vor kurzem so, dass nur Challenges geguckt werden. Jetzt inzwischen sind es Challenges und Sachen ausprobieren ist super in so, ne? Also hier so, ich versuche die größte Zuckerwatte oder sowas zu machen. Irgendwelche Dinge aus dem Internet bestellen, die ausprobieren und das kostet alles Geld, das können wir uns nicht leisten. Was ist denn sonst so? Was ist sonst auf YouTube? Beef. Ja, okay, Beef, egal ob YouTube, Twitter. Jeder Vollidiot meint, irgendwie jemanden beefen zu müssen, dann mischt sich jeder dritte Vollidiot ein, statt dass sie sich einfach das privat mal klären, so, weißt du? Sind alle erwachsen? Nein, die müssen das öffentlich machen, damit die Aufmerksamkeit generieren. Weil Aufmerksamkeit ist Money, ne? Aufrufzahlen ist Geld. Und ja, jetzt ist, keine Ahnung, beefen will ich nicht. Challenges, ja, hätte ich Bock mit der Seite ein paar zu machen, aber das ist so, weiß nicht, so, das ist irgendwie auch die, ich weiß nicht, so, ich meine, guck mal, na, auch so, ich hab nichts gegen YouTube-Zuschauer oder so, ne, aber die sind ein bisschen anders zum Beispiel. Bei Twitch ist das so, weißt du, ich mache 24-Stunden-Stream und ich habe schon ein paar Goodies besorgt, zum Beispiel, es gibt ein Headset von Soundblaster, was es als Giveaway gibt, ne, also wir werden mal gucken, so Giveaway, dann werde ich gucken, ich habe bei mir so ein Deepbot laufen und der zählt immer die Stunden und wie viel wer zugeschaut hat und, da werde ich natürlich ab 10 Stunden oder so, ab Leute, die 10 Stunden zugeschaut haben und dann live dabei sind, können dann zum Beispiel ein Headset gewinnen oder Pulli oder was ich da alles habe, so, weißt du, und... Die Leute, die freuen sich das, weißt du? Die freuen sich, die sagen, ey, cool, dass du sowas machst. Oder wenn ich zum Beispiel bei Instant Gaming anfragen würde, yo, kriege ich hier ein paar Keys oder so, ne? Klar ist das gesponsert von Instant Gaming. Dafür mache ich dann Werbung von Instant Gaming oder von der und der Firma. Sag ich, ey, cool, dass ihr sowas gemacht habt, weil die stellen das ja kostenlos für mich zur Verfügung, dass ich das giveawayen kann, ja? Aber wenn man das auf YouTube machen würde, heißt das gleich, oh, kommerzgeil und Schleichwerbung, oder was heißt Schleichwerbung, ist ja dann markiert, aber jeder wird wieder so austicken, das verstehe ich nicht. Dass die Leute einem einfach nichts gönnen, so, das, keine Ahnung, kann ich nicht verstehen. So, und deswegen ist bei mir YouTube irgendwie so unten durch. So, genug gesessen, wir gehen mal weiter, haben noch einen langen Weg vor uns. Wie lange gehe ich eigentlich ungefähr? Boah, ich glaube so 40 Minuten oder so. Ich könnte auch mit dem Auto fahren, aber bei dem guten Wetter, außerdem, wie gesagt, Bauchspeck muss weg! Hey, Alter, guck dich das hier mal an. Ey, da ist irgendwie so ein Sumpf oder so. Alter, da ist mir wieder was eingefallen. Böse Videos, Leute, ich darf keine bösen Videos machen. Ich wurde hier schon mal verwarnt wegen Bußgeld und so, ich hier ein paar Sachen gemacht habe. Natürlich nichts für Videos, sondern einfach so privat mit ein paar Kollegen. Aber alle möglichen haben mich mehr. Selbst die Deutsche Bahn hat mich hier verwarnt. Weißt du, wir sind hier über die Gleisen gegangen, weil das hier so eigentlich so ein Dingsbums-Stück ist. Aber egal, Sache hin oder her, Video wird auch schon wieder zu lang. Leute, ich wünsche euch, was haben wir denn? Wir haben Donnerstag, glaube ich. Ich hoffe, ich blamiere mich nicht. Ich glaube, wir haben Donnerstag, ja. Ich wünsche euch einen schönen Day. Haut euch rein. Genießt die warmen Tage. Beschwert euch nicht immer. Ich sehe immer, jeder beschwert sich. Oh, das ist so heiß. Oh, das ist so heiß. Im Winter ist es. Oh, das ist so kalt. Das ist so kalt. Leute, das Wetter ist geil. Genießt es. Geht mit einer kurzen Hose. Geht mit einem T-Shirt raus. Spazieren. Zockt. In Boxershorts. Was auch immer.
und zock nicht so viel WoW, wie ich das zurzeit tue. Ich liebe WoW. Nachts. Ich wollte eigentlich meinen Tag eigentlich weiter erklären, ne? Egal, gibt das vielleicht im nächsten Vlog. Immer ein bisschen so. Ihr wisst jetzt, 12 Uhr stehe ich auf. Und was habe ich noch gesagt? Dann bereite ich ab so. Genau, dann kümmere ich mich um die Sachen, die ich sehe. Ab 15 Uhr ungefähr bereite ich mich so ein bisschen für Streams vor und so, ne? Bisschen so mit den Mods quatschen, dies, das. Muss ja auch so zwischendurch mal was gefarmt werden, Ark und so, alles Mögliche. Und den Rest sage ich vielleicht im nächsten Vlog. Leute, haut rein! Peace and out!